Yo Leute, was geht? Heute gibt es mal wieder eine weitere Reaction und heute reagieren wir mal auf einen GTA 5 Film, Freunde, wo ein Hurricane Los Santos komplett zerstören wird, Freunde. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Freunde, was in diesem Video passieren wird. Deswegen, Leute, lasst gerne auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht gerne kostenlos zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Das Video, Freunde, ist übrigens auch von dem lieben Painkiller Pill. Und zwar ist es die End of Los Santos Nummer 6, der Riesen-Hurricane. Checkt das Video gerne. Link in der Beschreibung aus. Link in the description. Leute, checkt es gerne aus. Und der liebe Michael, der ist gerade auf seinem Bett am Start. Und der gönnt sich jetzt hier mal die Nachrichten. Okay. Okay, Kategorie 4. Ich weiß leider nicht, was das bedeutet. Aber Leute, ich habe gehört, dass ein Hurricane jetzt gleich kommen soll, in jedem Moment. Und ich denke, die ganze Familie packt jetzt erstmal zusammen. Jimmy, Amanda, Tracy. Oh, Michael nimmt natürlich auch noch viel Geld mit. Und natürlich auch ein bisschen Burgershot, ne? Ein bisschen Proviant, Leute. Ist natürlich auch notwendig. Und deswegen steigt mal lieber ein, liebe Familie. DeSanta, let's go. Rein mit euch. Okay, dann bin ich mal gespannt. Übrigens ganz nices Familienauto, würde ich sagen. So. Der Hurricane sollte jetzt jeden Moment Los Santos erreichen. Ich denke natürlich von der Küstenseite, weil ein Hurricane, so wie ich das verstanden habe, Leute, ist ein Hurricane eine Art Tornado, nur dass sie halt vom Ozean ausgeht und denke ich auch voller Wasser ist. Also so, okay, ist wahrscheinlich komplett falsch, was ich rede. Aber Hurricane ist das, was vom Wasser auf jeden Fall ausgeht. Oh mein Gott. Und die Straßen sind abgesperrt. Stau bis zum geht nicht mehr. Nee, so kommst du nicht weiter, mein Freund. So, obwohl, ja, doch, geht schon. Ist das Franklins Auto da vorne? Dieses weiße Auto, das kleine, da seht ihr das? Ich weiß nicht, ob das jetzt Franklins Auto war. Aber der Hurricane, oh, Leute, da ist er schon. Man sieht schon die schwarzen Wolken. Riesige Regenwolken, Leute. Riesige Massen an Regen. Oh mein Gott, Alter, ich bin so gespannt. Und Michael steht, oh, er steht immer noch im Stau, mein Freund. Komm schon. Und ihm ist auch hinten jemand irgendwie ins Auto reingefahren. Also, das Video überhaupt gar nicht gezeigt oder warum ist sein Auto jetzt so kaputt? Naja, egal, Leute. Auf jeden Fall, wie gesagt, es wird noch viel mehr kaputt gehen in dieser Episode. Ich bin mir eindeutig sicher. Und hier Los Santos. Oh mein Gott, der Verkehr rastet komplett aus. Alle fahren ineinander rein. Yo, alle Proviant-Hamsterkäufe. Oh man. Eieiei, Alter. Also der macht auf jeden Fall ordentlich Umsatz. An seinem letzten Arbeitstag, würde ich mal sagen. An seinem letzten Arbeitstag von diesem Laden. Oh ja. Erst jetzt seht ihr es. Der Bademeister, Leute. Der Bademeister. Ups, ich wende einfach mal direkt. Alter, gönnt euch das mal. Oh mein Gott. Der Wind nimmt zu. Es regnet. Helikopter sollten sich jetzt von diesem Ort entfernen. Das wird echt schwer sein, da die Kontrolle in der Luft beizubehalten. Solltest nicht in den Helikopter hineinfliegen, mein Freund. Wird überhaupt nicht gut ausgehen. Franklin bereitet sich auch vor. In seinem braun gefärbten, oder ist das Bronze? Ich glaube, das ist Bronze, Leute. Okay. Der Hurricane erreicht jetzt die ersten Gebäude. Oh mein Gott. Und es fallen einfach Platten ab. Wie hat der das geschafft? Richtig nices Editing. Boah. Die Autos fliegen. Oh mein Gott. Selbst Scheiben zerbrechen bei diesen Windstärken. Und die Tropfen. Freunde, das ist ein Hurricane. Kategorie 4, sage ich da an der Stelle. Auch wenn ich nicht weiß, was das bedeutet. Oh, Mann. Selbst ein tonnenschwerer Bagger. Und Leute, da ist der Tsunami. Ist das Sirenhead? Ist das Sirenhead, Leute? Was ist denn das für ein Alarm? Oh, Mann. Die anderen Autos von Michael. Yo, die fliegen. Oh, Leute. Selbst hier. Selbst die Häuser sind nicht... Ein Kran! Yo! Was? Okay, was kann denn noch umfallen? Wahrscheinlich gleich die Gebäude. Yo, 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 yo. Wahrscheinlich stürzt die Brücke noch ein. Das wird mich wundern, wenn die Brücke einstürzt. Nee, oder? Oh mein Gott. Okay, Leute, das ist so ein starker Hurricane. Boah, ich glaube, selbst dieses Schiff ist umgekippt. Oh, okay, das sind nicht einmal Windstärken. Das sind Impulse. Das Gebäude! Das Student Depository Schild. Das komplette Gebäude stürzt ein, Freunde. Der Zug fährt durch.
Aber den Zug kann man nicht aufhalten, mein Freund. Auch ein Hurricane hält den Zug nicht auf, Leute. Okay, es ist gerade echt laut. Was? What? Das schöne Gebäude. Einfach futsch. Die Millionärsvilla. Einfach kaputt, Leute. Alles geht hier kaputt. Alles geht hier einfach kaputt. Dieser Hurricane saugt alles und jeden auf. Oh mein Gott. Okay, das Ding ist sogar noch auf Stelzen. Also es wird wahrscheinlich jetzt gleich runterfallen. Und man sieht es aus der Himmelsperspektive. Der Hurricane erreicht gerade das Zentrum von Los Santos. Das Zentrum. Ja doch, das stimmt. Der Zentrum. Warum denke ich an der Zentrum? Und Trevor, Leute, bei ihm ist doch alles cool. Naja, ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück, Leute. Bei Trevor ist gar nichts cool. Oh mein Gott. Alter Trevor. Was wird dich da gerade erwarten? Oh oh. Der Hurricane ist da. Der ist da, Leute. Der ist wirklich, der ist da. Ich glaube, der hat nur noch eine Minute Zeit. Vor allem, der kommt ja auch an mit Windgeschwindigkeiten. Ich glaube, weit von 300 km/h. Das ist nicht einfach ein normaler Hurricane, Leute. Die Regentropfen, die fliegen senkrecht. Nee, waagerecht. Die Regentropfen fliegen fast waagerecht. Das ist unfassbar. Oh nein, Trevor. Oh mein Gott. Die Wassermengen dringen durch. Trevor, also du hast zwei Optionen. Entweder gehst du jetzt in den Bunker oder du reparierst dein Haus. Ich glaube, er wird das Erste machen. Oh mein Gott, das Auto. Nein, Trevors Auto. Oh, Alter. Kollege, Vorsicht. Jetzt. Okay, warte. Wenn es jetzt brennt, das müsste doch eigentlich sofort ausgehen, das Feuer. Wegen dem Wasser. Oh nein, Alter. Kollege, er wird nass verbrennen, Leute. Nein, er muss es verlassen. Alter, du bist nicht sicher, Trevor. Lauf raus. Oh, oh mein Gott. Trevor ist... Er wurde nicht getroffen vom Blitz. Aber Alter, was passiert mit Michael, Leute? Hat Michael es geschafft durch den Highway? Sind die durchgekommen? Ja, immerhin, er versteckt... Kollege, ich weiß nicht, ob die Türen offen waren, aber so wie es aussieht, war es noch offen. Okay. Also auch hier ist das Dach leicht eingestürzt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, Freunde, was macht man in so einer Situation eigentlich? Also, wenn ein Hurricane passiert, geht man in ein Gebäude rein oder versteckt man sich irgendwie hinter einem... Ich weiß es nicht. Also, Real Talk, Leute, ich habe sowas noch nicht erlebt und ich hoffe, dass niemand von uns das auch irgendwie erleben muss, so etwas. Aber ja, der liebe Trevor, der wird sich verstecken und oh mein Gott, selbst dieses Stelzenhaus, Freunde, das aus Holz besteht und yo, was? Sogar die Treppen reißt es raus. Oh nein, nicht die armen Häuser, Leute. Die ganzen Häuser. Alle reißt es ab. Und dieser Supermarkt hält durch. Der Supermarkt hält durch. Nein, die Objekte dringen auch noch in die Fenster ein. Oh, Trevor. Der wird geflutet, oder? Vorsicht, der PC könnte explodieren wegen... Da läuft noch Strom, ne? Oder haben die Sicherung rausgenommen? Die Regale sind leer geräumt. Alle Regale leer. Alter. Der Tsunami kommt auch noch, Leute. Der Tsunami. Normalerweise, ich weiß, von einem Hurricane kommt kein Tsunami an sich. Das braucht halt schon ein Erdbeben. Aber selbst die Yacht wird hier rangeschwemmt. Boom, Junge. Nicer Effekt. Was ist das? Was ist das, Leute? Ist das ein Flugzeugträger? Das ist ein Flugzeugträger. Oh! Der stürzt komplett in dieses Gebäude da ein. Alter. Also Leute, ich will nicht wissen, wie viele Gebäude jetzt in diesem Video schon kaputt gegangen sind. Aber eine Menge Gebäude, Leute. Und jetzt hat der Hurricane mittlerweile schon Mount Chiliad erreicht. Boah, was soll man da sagen? Auch noch hier. Da gibt's auch noch Oh mein Gott. Ich hoffe, da war keiner drin. Naja. Auf Wiedersehen, mein Freund. Was? Okay, dass Bäume einstürzen, das hätte ich mir eigentlich denken können. Das hätte ich mir eigentlich denken können, Leute, dass das passieren werde. Oh Mann. Okay, Züge entgleisen. Und jetzt fliegen auch noch die Sicherungen raus, Leute. Das Stromnetzwerk ist aus. Licht ist aus, Freunde. Wie sieht es nach dem Hurricane aus? Oh mein Gott. Leute, das sieht aus wie ein Fallout. Das sieht aus wie in Fallout. Aber immerhin, es gibt ein paar Fußgänger. Alter, es ist alles kaputt. Alles kaputt, Leute. Die Straßen blockiert, zerrissen, Gebäude eingestürzt.
Tsunami. Oh mein Gott. Der südliche Teil der Los Santos Innenstadt ist, Leute, durch. Der ist unter Wasser. Das ist unfassbar. Krass. Einfach krass, Freunde. Das ist ein Schaden, ne? Das ist ein Billiardenschaden. Ich würde sagen Billiardenschaden, oder? Ich glaube, damit liege ich gar nicht so falsch, oder? Billiarden, Billionen wäre vielleicht noch ein bisschen zu wenig für eine ganze Stadt, die zerstört wurde. Aber Trevor, du genießt das noch. Du genießt es, mein Freund. Ich glaube, oh mein Gott, das wäre echt eine geile Idee, Leute. So Fallout-Serie. So eine Mod mit Trevor. Alter. Damit würde ich aber auf jeden Fall sagen, geiles Video. Geiles Video von Painkiller Pill. Also Leute, checkt den Dude gerne mal aus. Link ist zu seinem Video auch in der Beschreibung. Er hat noch ein paar andere Episoden hochgeladen, wenn ihr die auschecken wollt. Und Leute, vergesst nicht gerne auf diesem Kanal ein Like da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Habe ich gerade auf dem Kanal Like da lassen gesagt. Leute, lasst auf dem Video natürlich einen Daumen nach oben da und vergesst nicht auf den roten Abonnieren-Button zu drücken, wenn er bei euch rot ist. Wenn er bei euch weiß ist oder so, Leute, dann Kuss geht raus, Leute. Ihr seid auf jeden Fall Ehrenbrüder. Und Leute, ich würde sagen, folgt mir gerne auf Instagram, folgt mir auch auf Twitch. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.